Ah, kann man ja nicht carryen, dann lass uns mal da. Wir können dich leider nicht carryen, du musst es alleine schaffen. Geld nehme ich mit. Es ist wichtig, lass uns das bei Geld aufheben. Müsste doch eigentlich hier hinten sein, oder das Boot? Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Boot hier hinten sein. Wenn mich alles täuscht, dann könnten wir ja jetzt sterben. Also, stehen uns alle Wege offen. Sag mal so. So, rein theoretisch müsste hier eigentlich das Boot gestanden haben. Aber ich sehe hier gerade auch nichts. Nope, hier ist kein Boot. Super. Ich bin irgendwo im Nirgendwo und habe kein Boot. Schlafen möchte ich hinten wirklich nicht, weil wenn ich das tue dann und mir hier Einwohner entgegenkommen, dann war es das sowieso für uns. Ich könnte versuchen, auf die andere Seite zu kommen, weil auf der anderen Seite ist ja das Zeug. Vor allem 8 Coins auf einmal nehmen wir mit. Okay, jetzt sind noch 4. Stein. Ich bin mir halt jetzt nicht sicher, ob wir das überleben, wenn wir jetzt über diesen Hügel gehen. Wir haben ganz gut. Es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin. Ich will nur gucken, wo ich hinlaufe. Das ist mir gerade doch ein großes Verlangen zu wissen, was ich tue. Wer? Ich... Man merkt es vielleicht, ich bin angespannt. Da unten liegt die Leiche. Okay, super. Okay, super. Wir haben sie hintergeschafft. Das gefällt mir. Feuer können wir uns anmachen. Bringt jetzt nicht allzu viel. Aber Sicherheit geht vor und ja. Ich sehe aber auch keine Feinde, ne? Normalerweise ist ja alles voll mit Feinden, aber heute irgendwie nicht. Ob die jetzt bei unserer neuen Behausung sind? Ich weiß es nicht. Das da halte ich für keine gute Idee, obwohl ich es gerne machen würde. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Theoretisch müsste doch hier... Okay, da hinten sind welche. Hier war noch mal eine Axt. Ist die jetzt nicht mal hier oder habe ich die schon mitgenommen? Das weiß ich nicht. Schade. Ich werde die Koffer nicht öffnen. Das können wir bei Tag machen. Dahinter will ich aber auch nicht gehen, wenn da jetzt die Viecher rumlaufen. Das ist mir zu unsicher, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob sie die Barbaren auch gepatcht haben, aber die anderen haben sie ja gepatcht. Was ist das? Can carry? Okay, das ist auch Boost. Na komm. Haben wir eine Riegel gefunden. Ich hoffe, uns findet keiner. Eine Uhr, sehr schön. Na komm schon. Momentan ist ja recht ruhig hier. Das kann sich aber auch schnell ändern. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Weil dieser Stoff, ne? Cloth collected. Ich verstehe nicht, warum er von nichts was mitnehmen kann. Aber Stoff nimmt er mit ohne Ende. Da, also der Typ ist Modedesigner von Beruf, der kann das. Ich frage mich bloß, wo die Barbaren dahin sind. Ich riskiere jetzt einfach mal... Oh, 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 oh. Ach, wir können ja... Stimmt. Wir können ja nachts nicht laufen, weil wir dann frieren. Das habe ich total vergessen. Stimmt, das geht ja nicht mehr. Deswegen hatte ich mich beim letzten Mal auch so verschanzt in der Ecke da hinten. Okay, dann werden wir ganz kurz mal zurücklaufen. Wir werden kurz uns auftanken an Wärme. Wir können uns eventuell mal was drauf snacken. Wir haben einen Raw Lizard, wir haben eine Headbomb. Wir haben eine Headbomb. Und wir haben 5 Circuit Boards. Wir könnten uns theoretisch mal
eine Bombe basteln. So. Jetzt haben wir keine Uhr mehr. Es geht also nicht mehr. Ich würde mir mal einen Happen aufs Feuer legen. Bah. Wird gleich ein bisschen kalt. Ich, ja. Trinken wir mal ein bisschen was. Hier, süffel mal. Der süffelt auch immer nur das, was er braucht. Das finde ich recht cool von ihm. Das kann man kurz mitnehmen, wieder zwei. Dann sind die wieder voll. Das ist nicht schlecht. Was haben wir denn eigentlich so von diesen Dingern dabei hier, von den Münzen? 340 Münzen, das reicht für ein, zwei Bomben. Achtmal das. 41 Scheine haben wir noch. Like, warum rennt er eigentlich erst die Scheine? Nö, macht er nicht, okay. Rocks haben wir 5, da haben wir 10. Und da haben wir 4. Die würde ich mir gerne auf die... 1, 2, 3, 4 Axt legen, in der Hoffnung, dass das Ding schneller wird und auch nach dem Speichern so bleibt. Jetzt mache ich mal ganz kurz mein Fenster zu, weil wir haben hier gerade hoffentlich eh nichts zu befürchten. Hoffentlich. Ja, und da ist ein Fehler. Und normalerweise wollte ich ja eigentlich heute gerade Minicraft aufnehmen, weil ich morgen eh frei habe und dann lieber Minicraft eine große Aufnahme mache, habe ich mir gedacht, nehme ich heute Forresters auf. Ich habe zwar noch 7 Folgen, aber hey, was man tut ja, was man nicht kann. Man tut, was man nicht, ja doch, das passt irgendwie zu mir. Man tut, was man nicht kann. Okay, ich versuche jetzt mal loszulaufen. Achso, ist schon tot. Wer weiß, ob ich es schaffe, wer... Schildkröten würden mich jetzt interessieren, würden mich jetzt mehr interessieren. Hier haben wir unser erstes Lager aufgebaut, ne, wo wir gleich, ich glaube in Folge 3 oder 4 war das, ist mal gleich gestorben. Aber seitdem nicht mehr. Wir haben über einen Monat halt mal jetzt durch und man sagt mal, man nimmt jeden Tag auf the Forest. Das wäre natürlich auch eine geile Idee, wenn man einfach Tagesabschnitte hochlädt und dann einfach so ein Survival Book macht auf von the Forest. Das wäre eine coole Idee. Ein Toter. Das wäre auch eine coole Idee, so ein Survival-Book von The Forest. Einfach immer jeden Tag, den man überlebt, hochladen, täglich. Und dann so Tag 1, Tag 2, Tag 3. Das wäre vielleicht, sag mal, wenn man sterben... Oh nein. Lauf doch, Junge! Okay. Das ist uncool. Wo ist denn dieses Boot gewesen? Hier ist doch irgendwo so ein Boot gewesen. Ich weiß es nicht mehr, wo das war. Ich dachte gerade, was kommt denn jetzt über die Insel dazu gekrochen, aber dabei war es noch ein Vogel. Die sind jetzt dahinter verschwunden. Ich weiß aber nicht, wie weit und warum. Wenn jetzt hinter mir welche auftauchen würden, wären wir ziemlich eingeschlossen. Ich mach's mal so, dann sehe ich, okay, da hinten laufen welche. Sehe ich ein Hai? Ich weiß es nicht. Wir frieren auch gerade schon wieder schön, das gefällt mir auch. No risk, no fun, würde ich sagen. Weil wir frieren stark, das müssten wir gleich mal beheben. Und zwar mit einem Feuerchen. Sollte das jetzt zittern sein bei ihm? Ich bin mir nicht sicher. Er macht manchmal sehr seltsame Dinge, deswegen kann ich das nicht sagen. Kann auch sein, dass es einfach so ein Epileptik-Dance von ihm war. Ich weiß nicht, ob die da runtergejumpt kommt. Das wäre jetzt sehr unpraktisch, kann ich mir aber irgendwie gut vorstellen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eine intelligente Stelle hier ist, um... sich ein Lager aufzuschlagen, weil wir haben keine Fluchtmöglichkeit. Aber jetzt habe ich es getan. Wo ist der... Ja. Genau das meine ich. Wir müssten ins Wasser raus. Angst! Hier ist niemand. Beachtet das Feuer gar nicht, was hier am Stegesrand brennt. Stegesrand? Hä? Ich meine, es wäre... Wenn das hier ein Survival, wenn das hier kein Survival-Game wäre, dann wäre das eine super Stelle, um sich ein Haus zu bauen. Aber so ist es jetzt ungünstig hier zu sein. Sagt man es mal so. Ah, so Tag. Verpisst euch.
Lass mich in Ruhe. Hier ist kein armer Irrer. Kein. Ja doch, Irrer passt schon. Hier ist kein armer Irrer am Strand. Nein, lasst mich. Lasst mich. Bitte lasst mich. Der Mond könnte sich ruhig mal ein bisschen beeilen. Da wäre ich ihm sehr dankbar. Jetzt geh unter! Na komm schon. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, oder steht hier dieses Spinnenviehfolie oder. Lass mich! Ich kann nichts dafür! Da, es wird hell! Verschwindet Vampire! Wir sind nicht bei der Order! Was? Jetzt mach doch mal hin, nee, Junge! Das kannst du doch ja nicht angucken, ja. Das ist ja Katastrophe. Okay, wir sollten zumindest nicht. Ich will aber. Oh. Weil wie mit einem Schlag so wumm, hell. Okay. Na komm her. Oh, wir sind voll. Hier war doch das Boot, das war doch hier. Das kannst du mir nicht erzählen. Das, wo soll denn das sonst gewesen sein? Ich will auch eigentlich überhaupt nicht hier hoch. Muss ich ja gestehen. Diese Geräusche von den Blättern machen mich auch kirre jedes Mal. So, nehmen wir mal die Pflanzen mit. Ich habe übrigens auch erfahren, dass anscheinend diese Theorie mit dem Großangriff von den Barbaren nicht stimmen soll. Bin mir aber ehrlich gesagt unsicher, welche der beiden Theorien ich jetzt glauben soll, ob das stimmt oder nicht. Weil ich persönlich bin schon der Meinung, dass irgendwie zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt wird man gejagt. Ich weiß nicht warum, ab einem gewissen Zeitpunkt wird man gejagt. Ich weiß nicht, was dafür der Ausschlag ist. Ausschlag. aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird es auf jeden Fall schwieriger. Ich hab grad echt ein bisschen Bammel hier rumzulaufen. Da hinten ist dieser Baum. Bei dem ich immer nicht weiß, ob da die Spinnenviecher sind. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich sehe aber soweit. Ich sehe keinen! Was? Sehe ich einen? Die Geräusche sind da, aber ich sehe keinen. Na, weißt du, das ist mega krass, wenn die auf den Bäumen hocken würden und dann einfach auf dich runterfallen würden. Das wäre hart. Die seltsamen Geräusche könntest du ruhig lassen, Spiel. Ich frage mich aber immer noch, wo dieses Boot ist. Das war doch hier. Das war doch hier in diesem Strand. Das kannst du nicht erzählen, dass das nicht hier war. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass es bei den Haien war, das Boot. Oder haben sie das entfernt? Kann natürlich sein, dass sie es entfernt haben. Aber dann wüsste ich nicht, wo genau man sonst den Kassettenrekorder finden soll. Wenn nicht da. Wenn nicht da. Wo dann? Jetzt fängt die ganze Suche wieder von vorne. Alter, viele Stöcke auch bitte. Hier wäre auch eine coole Position, glaube ich, um Haus zu bauen. Zumindest wäre es von einer Seite sicher. Was war das? Das war doch 100%. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Geräusch von so einem Spinnenvieh ist.
Ich bin so paranoid im Wald, es ist unklar. Ah! Die machen mich fertig hier, die Leute. Ich habe übrigens den Lurch nicht eingelegt, den ich gemacht habe. Jetzt habe ich ihn eingelegt. Das Früh könnte ich jetzt verklopfen, stört das Reh gar nicht. Jetzt hat das Reh gestört, okay. Kann ich verstehen. Bei einem Schlag auf den Hinterkopf würde mich das auch stören. So ein bisschen. Ich bin, also das Problem bei mir ist, glaube ich, ich kenne mich im Inneren der Insel gar nicht aus, weil ich die komplett meide. Aber das ist, glaube ich, auch so dieser Überlebensinstinkt. Ich glaube, wenn man wirklich auf einer Insel strandet, man geht nicht einfach ins Innere rein und denkt sich, hey, was ist das? Man bleibt immer am Rand und guckt, wie man am Rand zurechtkommt. Weil gerade im Inneren ist es halt meist am schwersten, einen Fluchtweg zu finden. Aber wir müssen uns ab und zu... Ich sag mir nicht, dass es die Blume, die ich brauche. Man muss halt ab und zu ins Innere, genau für sowas. Manche Dinge findet man halt nur im Inneren, aber das ist halt dieses... Genauso das Prinzip, was ich an so einem Survival-Game mögen würde. Außenrum ist alles easy. Du kannst dich aufbauen, du hast die Zeit. Das finde ich zum Beispiel auch doof, dass am Strand so viele Patrouillen sind. Das finde ich easy. Und wenn du dann ins Innere kommst, dann wird es immer schwerer. Dann ziehen die Patrouillen größere kleinere Kreise und sowas würde ich halt feiern, wenn man das so ein bisschen einbauen würde, dass es sozusagen auf der Insel an sich noch mehrere Schwierigkeitsstufen gibt. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, also wirklich gar nicht. Hätten wir nicht unsere Blueprints von den Gebäuden, müsste ich jetzt erst zum Strand zurücklaufen, um zu wissen, wo ich hingehöre. Ihr könnt euch vorstellen, dass das so nicht geplant war. Wir essen mal ganz kurz. Drei Rieg. Was ist das denn? Achso. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Überhaupt nicht. Ich sehe auch kein eingeborenen Dorf oder sonst was. Das ist einfach nur eine riesen Wiese hier. Aber das kann man noch mitnehmen, oder? Ne, kann man auch nicht. Es wird bestimmt noch eine Menge mehr Kräuter geben, habe ich so das Gefühl später. Weil hier gibt es so viele Kräuter, die momentan... Hallo? Es gibt momentan so viele Pflanzen, die schon aussehen wie Kräuter. Oh, hallo. Aber noch keinen Sinn ergeben. Die weiße Pflanze, dann gab es noch diese andere Pflanze, die auch aussah wie ein Kraut, aber das auch noch keinen Sinn hat. Es wird bestimmt noch mehr Kräuter geben auf der Insel. Finde ich gut. Mehr Möglichkeiten. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich mich im nächsten Update spoilern soll. Weil normalerweise ist das ein Lurch. Can't carry Lizards. Ja, natürlich, er wirft die Lizard-Skin weg. Ich hasse ihn. Moment, wir tun mal ganz kurz... Ja, super. Wir tun mal ganz kurz uns eine, ein bisschen Stealth-Armor machen. Dann können wir nämlich auch Lizard-Skins wieder carryen. Und wenn wir von jedem 5 dabei hätten, das wäre natürlich das Optimum. So, klack und... Okay, halten geht nicht. Aber ich glaube, es ging irgendwie. Warte mal. Theoretisch könnte man doch... Nee. Ah. Das habe ich nicht ganz verstanden. Moment, so. Wenn ich das mache und dann das mache, tut er glaube ich 10 drauf, bin mir nicht sicher. Da war gerade ein Matsch, so wie es aussah. Hätten wir uns einreiben können, aber anscheinend doch nicht mehr jetzt. Ne? Das Spiel hat sich anders überlegt. Hey, ich habe gerade Platz gemacht für dich. Och, und da ist noch einer von den Freunden. Na Junge! Wo ist er denn? Der verarscht mich, seht ihr das? Der verarscht mich.
Der spielt seine kleinen Spielchen mit mir. Aber ich bin... Hallo? Schlauer, wollte ich doch sagen. Genauso. Tut mir natürlich leid, dass wir das Fleisch jetzt sinnlos verbraten müssen, aber... Es ist sicherer einfach so für uns. Was auch böse wäre, wenn die... Da hinten liegen schon wieder viele. Was auch böse wäre, wenn die sich nicht ankündigen würden, die Barbaren, einfach von hinten die einmal drüber ziehen würden. Das ist ja auch nicht... schlecht. Zum Glück sind das Barbaren oder Mutanten und die denken... Soda collected. Circuit boards collected. Dornwolke. What? Komm, geht das? Drücken Sie... Tap? Geht das? Ah ne, warte mal, drücken.